Bei uns ist heute ein echter Pionier zu Gast. Schönen guten Morgen, Matthias Heimbeck. Matthias, du bist Gründer und Geschäftsführer von FinderLogic, einem führenden Anbieter für Online-Suchlösungen. Was ist denn das genau? Ja, erstmal herzlich willkommen, sage ich, oder danke, dass ich da sein darf und servus. Was wir machen ist ganz einfach, man muss Produkte finden, bevor man sie kaufen kann. Und wir sorgen dafür, dass man auf einem Online-Shop, also wenn man schon auf diesem Shop ist im E-Commerce-Bereich, dass man dann das Produkt auch findet und kaufen kann. Und wir machen das mittlerweile im großen Stil und erreichen ungefähr so 10 Millionen Leute pro Monat, die das im Hintergrund einsetzen. Das heißt, du hast Erfahrung, wie man heutzutage sozusagen eine Firma gründet und ins Leben ruft. Ist das eigentlich, wenn man das heute macht, noch vergleichbar mit dieser Gründerzeit von damals? Also ich glaube nicht, dass es vergleichbar ist, denn es hat sich einfach extrem viel geändert, gerade in der Informationstechnologie. Wir haben einfach so viele Möglichkeiten heute auf Informationen zuzugreifen und vor allem, und da sehe ich einen ganz großen Unterschied, wir haben so viele Komponenten schon zur Verfügung. Wir müssen nicht alles neu bauen, wir können eigentlich auf ganz viel schon zugreifen und somit ganz schnell und flexibel aufbauen. Aber Pioniergeist braucht es wahrscheinlich auch heute noch, oder? Also und was braucht es denn eigentlich für so Charaktermerkmale, wenn man sowas machen will? Also die Charaktere sind eigentlich total unterschiedlich, aber Pioniergeist irgendwie braucht es trotzdem. Also was ist da so das Gemeinsame? Ich glaube, das Gemeinsame ist, dass irgendwo visionäre Menschen dahinter stecken. Und die haben irgendeine Vision und wissen manchmal noch gar nicht genau, wie erreicht man die eigentlich. Eine Vision ist ja was Unkonkretes. Das heißt, ich muss ja irgendwie versuchen, da mal hinzukommen. Und ich glaube, das vereint die Leute irgendwie. Die haben eine Vision, die wollen sie irgendwie erreichen, wissen noch nicht genau wie und machen sich da auf den Weg. Aber was sind da so die Schwierigkeiten? Wie war das bei dir, wie du angefangen hast als Pionier, als Jungunternehmer? Vor welchen großen Herausforderungen steht man da? Ach, vor vielen großen Herausforderungen. Aber wie war das bei uns oder bei mir? Einfach ausprobieren. Also Try and Error, immer wieder versuchen. Auch hinfallen und dann wieder aufstehen? Immer wieder scheitern, immer wieder aufstehen. Und aber eben schnelle Scheitern. Also wenn wir scheitern, dann schnell aufstehen. Genau, aber schnell und ohne viele Kosten zu verursachen. Und einfach ausprobieren. Wie funktioniert dieses Wiederaufstehen konkret? Ich stelle mir jetzt als Laie vor, jetzt bekomme ich einen Kredit von der Bank mit irgendeiner Idee, dann scheitert es, ich habe einen Haufen Schulden. Wie kann ich dann wieder aufstehen? Genau. Wie funktioniert das? Also ich glaube, dass Banken nicht die Finanziers sind von solchen Startups, Gründungen, Pioniergeistern, sondern da gibt es andere Finanzierungsmöglichkeiten. Ich bin ein Fan davon, ich sage Kopfschleckkapital, das ist nicht von mir, sondern von Professor Faltin, ein berühmtes Buch auch. Kopfschleckkapital heißt, es geht nicht unbedingt ums Kapital, es geht um Mechanismen, die ich selbst durchdenken kann, um ohne viel Kapital auch weiterzukommen. Ja? Und wie schaut es aus, wenn ich scheitere? Naja, ich muss einfach nicht komplett scheitern, sondern ich muss kleines Scheitern quasi erreichen, dass ich schnell, bevor es wirklich bergab geht, immer wieder neue Möglichkeiten habe, durchzustarten. Das klingt super spannend. Wir wollen da noch heute weiter sprechen. Danke fürs Dasein heute, Matthias. Danke sehr. Ja. Und wir reden über das Wetter, weil das ist sozusagen ausbaufähig, sage ich mal. Wenn wir da mal schauen.